Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch, Version 1.5. Wir fahren jetzt zum Hof und holen uns den Force-Anhänger. Beziehungsweise werden da uns den Anhänger, den LKW schnappen für Düngerverkauf. Und später werden wir hier auch wieder zurückfahren mit dem Force-Anhänger und den Holz holen. Einfach notwendig, und an diesen Anhänger werden wir im Prinzip war Holz. Was ist das für Holz? Ja, Gärreste holen fürs Düngerfabriken, ne? Und einen anderen Traktor nehmen und den Mist. Und hier mal gerade gucken, hier bei der BKH, wie das Förderband noch arbeitet. Das muss noch ein bisschen kontrolliert werden. Denn wenn es nicht läuft, es läuft. Mal gleich Kontrolle machen, wie gut es läuft. Ja, aber wir laufen auf 30. Okay, wir werden mal jetzt runtergehen auf 5 und auf 1. Es läuft zwar, aber es sieht nicht so aus, wenn wir es hinkommen, ne? Der sieht komisch aus. Passt doch nicht. Sag doch. Stimmt was nicht. Das war irgendwie war nicht richtig, sagen wir so, ne? Jetzt fährt sogar grün weg. Wenn der grün nimmt, ist schlecht. Das geht nicht. Das ist ganz schlecht. Dann müssen wir hier oben arbeiten. Ja, gut. Von dem anderen Ende, mehr in der Mitte im Prinzip. Das ist so. Denn wenn er hier das Grüne nimmt, dann ist ja dann gleich zu Ende, ne? Shit. Gut. Nicht verändern. Denn das ist ja jetzt negativ in dem Sinne, ne? So, dann nur ein bisschen die Richtung ziehen, soweit wie geht. Wird nicht ganz hinkommen. Ein bisschen ausstrecken. Und notfalls mit einem anderen Förderband daran gehen. Man könnte auch mit einem Radlader arbeiten, aber das haben wir nicht da. Und das wollen wir jetzt nicht. Was kaufen, was wir nicht haben. Vor allen Dingen, was wir uns nicht leisten können. Das ist ja der entscheidende Punkt. So. Das können wir nicht leisten, das ist das ganze Problem. Und Schulden aufnehmen wollte ich auch nicht, weil wir sind schon überschuldet. Mal sehen, ob wir das gedreht kriegen. Ich wechsle immer vorwärts und rückwärts, weil ich hier nicht genau erkennen kann, was vorwärts und rückwärts ist. Aber so, der normalerweise ist das mir eher rückwärts, ne? Aber das ist normal, ne? Hoffen wir, dass das jetzt funktioniert, ne? Ja, scheint. Ja, das ist so ärgerlich hier mit der... Puff. Ja, da muss ich mal sehen, dass ich wegkriege. Wie so eine Sache mit dem ärgert, ne? Ein bisschen, also...
Das kann man ja auch nicht so schnell testen. Da kommt ja auch noch hinzu, weil man im Prinzip so eine Sachen ja nicht erst testen kann, wenn man das im Prinzip gut läuft weiter. Ja, wir fahren jetzt zum Hof. Zum Hof und kommen hier zurück mit der LKW für Gärreste. Das ist jetzt das nächste, was wir jetzt vorhaben. Ne? Um hier schon mal den wollte ich kurz gucken bei den Tieren, ob das alles im grünen Bereich ist oder zumindest noch im gelben. Ist nicht ganz wichtig. Ja, wir haben nicht grün, wir haben rot. Rot, rot. Da ist gut. Ja, gut, das ist getrieben. Und da haben wir schon 152. Und wir haben noch mehr Kühe gekriegt. Wir müssen da reagieren, ne? Milch haben wir schon 10.000, ne? Schön. Können wir jetzt mal Geld verdienen, ne? Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir das alles jetzt in Gang kriegen. Also, wir müssen heute noch auf jeden Fall noch mal spätestens heute Nacht alle versorgen, ne? Wird nicht sofort. Das Rot heißt ja nicht, dass es grenzlich ist, sondern heißt es, nur, dass wir nächstes Mal Angriff nehmen, ne? Ja, wir haben späten Winter, der Frühling ist nah, ne? Und dann geht das auch entsprechend vorwärts. Wir müssen jetzt Geld verdienen für die nächste Produktion, ne? Schweine, mittlerweile haben wir sehr viele bekommen. Wir müssen die ersten dann abgeben, ungefähr, ne? Den Anhänger stellen wir hier erstmal ab, und zwar in die Garage rein. Mit dem Weg wird man nicht reinstellen, das haben wir gerade jetzt angewöhnt. Stellen wir hier so hin, da drüben ist der grüne, den nehmen wir gleich und bringen den mal zum BGH und holen da uns die Gärreste. Ausmachen nicht. Nebenbei können wir gleich mal schauen, wie voll das Lager ist, was da am meisten fehlt. Also mit Brille und gucken. Gülle-Gäres sind nur 4.000. Die werden mal gleich mit einem anderen LKW beigehen und schon mal leer machen, ne? Dann kann der weiter produzieren. Wir hängen mal hier an. Vielleicht haben wir noch was drin, das kann ja auch was sein, ne? Das ist theoretisch alles möglich. Weil sobald du abhängst, beendet er das Überladen. Ist leer. Machen wir aus, nehmen wir den blauen und holen mal den Dünger raus. Den wir zumindest erstmal einen LKW lassen. Und dann später verkaufen. Ich überlege auch im Prinzip diesen Düngerproduktion zu verlegen. Das heißt, wir müssten mal ganz kurz verkaufen und dann später ja, neu aufstellen, und zwar in der Nähe des großen Mistlieferanten bei den Kühen. Ne? Damit Förderbahn von alles beliefert. So, das kann er dann nebenbei noch arbeiten und wir fahren jetzt mal gleich Richtung Dings da. Es ist schon 9:30 und wir fahren mit eins mal weiter. Wir haben ja hier zu tun. Wir wollen ja was erreichen. Der Tag ist eh kurz und lieber tagsüber auf 1. Ne, und wir wollen ja nicht hier unnötigerweise Zeit verschenken. Ne? Da wir auf 3 Tage Rhythmus spielen, müssen wir und tagsüber ein bisschen mehr ausreizen mit Geschwindigkeit 1 und nachts dafür mehr mit ruhig mit 30 bis 60 im Dunkeln und so. Das macht im Dunkeln halt keinen Spaß. Ne? Man sieht halt zu wenig. Ihr nicht, ich nicht. Ja, deswegen bleibt man so lieber tagsüber ein bisschen gemütlicher von der Zeit her. So, dann wollen wir gleich mal hier beigehen und einladen. Das heißt, hier mal Deckel aufmachen. Deckel auf. Da können wir auch einfüllen.
Das ist wieder voll, der Bursche. Klar, wenn das Förderband läuft, ne? Das heißt, das dauert eine Weile. Das heißt, wir gehen mal gleich auf unser Mist hier. Raps, da sind verkehrt. Also verkehrten Traktor, aber schon ganz dicht in der Nähe, wo es heiß ist. Dünger ist, Mist ist dicht bei. Ne? Müssen den größeren Hänger haben, ne? Auf Dauer. Die gehen ja. Oh, oh je, oh je. Oh, halb voll. Was ist das, Junge? Halb voll. Hat er mir nicht angemacht, ne? Du gehst du nicht an. Ja, ne? Viel früher laufen können. Dummerchen, du. Ja, das ist zu blöd, ne? Zeit verschenkt. Ja, wir haben hier ein bisschen Mist. Aber sei froh, dass wir mit dem arbeiten können, ne? Eine andere Warte wäre mit einer Fräse. So, überlege ich mir gerade. Gebe den Tieren gleich Stroh, ne? Oder? Das dauert ja eine Weile. Dünger verkaufen. Mal gucken, wo er am besten zahlt, ne? Na, Möglichkeit dicht bei, ne? So. Eine Silage, wie gesagt, da kriegst du nicht viel. Also Gras, Silage 217, ne? Das ist nicht toll. Und Excel-Gut zur Gärtnerei. Na gut, das kannst du eh vergessen. So, Dünger. 1000. Ist auch nicht berauschend. Gülle kriegt die BGH 215. Mist ist auch nicht toll. Diesel haben wir nicht zu verkaufen. Was haben wir noch da? Bierfässer. Ja, 2000 Charge Stadion. Karton. 1000 Papier. Baumarkt. Malz. Im Hafen. 1004. Das wäre eine Option, ne? Ja, gut. Fast voll. Gut, dann werden wir den auch voll machen lassen. Fahren wir mal einen Stall rein. Bringen den Mist, den Stroh, den Rest. Und wenn wir Glück haben, können wir gleich Dings hier besorgen. Mischfutter voll machen. Denn hier haben wir jetzt viele Kälber. Und mal sehen, ob wir jetzt die Tiere entsprechend versorgt kriegen. Und dann nachher mal sehen, dass wir zumindest planen mit Umstall, ne? Also die ersten Kälber, zumindest die männlichen Tiere, die wollte ich rüberbringen. Aber ist ja nur einer, denkt man zuerst. Also könnte schon mehrere sein, aber das ist noch nicht so wichtig. Die kann man auch gut erkennen vom Gewicht her. So, wir brauchen jetzt Mischfutter. Aber relativ schnell eigentlich normalerweise. So, da wird es auch eng, ne? Da müssen wir auch so früher Heu haben. So, gut. Das dauert eine Weile. Tag Kuh. Also 10.000 Liter Milch, das lohnt sich schon fast zu verkaufen. So. Ja, größer ist bald gar nicht, ne? Also 47.000 ist schon ein gutes Maß, ne? Was man machen könnte, wäre ein LKW, wäre sicherlich besser, leichter zu fahren.
Der ist ein schwacher Brust, aber gut, für den Fall, gut, beim Hochfahren geht's, ne? K2. Ich fahre das auch voll. Ist schon der Hammer hier, dass das hier weggeht, ne? So, kann man gleich die Gülle holen. Mist wäre ja gar nicht mal so wenig, aber Gülle wird gleich alle werden, also die Gärreste. So. Heißt, die nächste Aktion. Armer Zugang. Plepper alles aus hier. Gärreste läuft, Silage läuft. Ja, müssen wir im Prinzip einen Kurs machen zum Verkaufen, ne? Ungefähr 10.000 pro Dings ein, ne? Die andere BGA wird auch voll sein, ne? Müssen verkauft kurz einfach. Ruhig, ruhig. Ich bin ganz gerne in der Brücke drin, ne? Aber blöder wäre, wenn wir einen Graben fahren würden, wäre blöder. Brücke kommen wir noch notfalls weg, aber ein Graben. Ganz schlecht. Okay, wenn wir eine Straße bauen, das ist ja noch alles nichts, ne? Irgendwann müssen wir eine Straße bauen. Die Zufahrt machen hier schön, dass wir nicht querfeld einfahren müssen. Das Licht ist auch bombastisch, da wollen wir entfernen. Diesen können wir glaube ich auch entfernen. Obwohl, naja, Malz wird bald zu Ende sein, ne? Leider. Hier im Hof haben wir ein bisschen Probleme, aber das liegt aber auch in den ganzen Gebäuden. Bin ich gespannt, ob da der neue Monitor besser ist. Aber das ist noch eine Weile hin. Kann man nicht ändern. Na gut, ich habe bestellt, da war er eh nicht auf Lager gewesen. Von daher wusste ich Bescheid, dass er ein bisschen länger dauert. Aber dann kam die Mail, dass er am 4. kommen könnte. Natürlich gefreut, ne? Und dann kam er am 4. habe ich dann gedauert, die Post, wo Prinzip dran steht, versandt. Ja, kam nicht, dann kam die Änderung. Leider dauert ein bisschen. Entschuldigung. Aber ich wollte aber auch nicht die anderen kaufen, die teurer waren. Von der gleichen, vom gleichen Typ her. Da war einer bei, der war 400 Euro teurer. Und dann haben wir gesagt, nee, da siehst du nicht ein. Plus Versand. Der eine wollte 60 Euro Versand haben. Klar, dass ich auch einen zugreife, wo dafür steht, kein Versand, ne? Logisch. Denn wer will schon gerne was bezahlen, was ich bezahlen muss? Muss ja nicht sein. Ein kleiner Kartenpreise. Ich meine, auf 50 Euro gucken. Muss ich nicht unbedingt, aber wenn es sein muss, muss ich auch nicht extra ausgeben, ne? Und da weiß ich aber auch nicht, wo einer sagt, die 5 Tage Lieferer. Ob das so hundertprozentig stimmt, das weiß ich auch nicht. Ja, gut. So, dann läuft auch wieder. Auf wir gehen vorwärts. Da können wir dessen mal ein bisschen runter gehen. Dann gehen wir ein bisschen Sprit. Geht schneller. Dann die Tiere schön versorgen. Die Station. Auch schon zweimal fahren, ne? Oder sogar dreimal. Gut, dass kein Schnee liegt. Dann müssten wir richtig räumen. Ja. Hätte ich jetzt keine Lust zu, glaube ich. Aber gut, dann wäre das so, ne? Die Hauptwege muss man halt freischieben, ne? Zumindest die auf dem Hof, ne? Und die Straße zum Dings da, ne? Zu den Schweinestellen, damit ich versorgt werden können, ne? Oder halt ein Raubantrieb, ne, für Schnee. Oh, liebe Zuhörer, das soll's auch für die heutige Folge gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen und fleißig liken, fleißig kommentieren. Und sag mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.